eines der eindrucksvollsten Experimente für das Verständnis der Quantenphysik und für eine neue Sicht auf die Wirklichkeit ist das Doppelspaltexperiment. Es macht deutlich, wie die Übergänge zwischen Realität und Potentialität funktionieren, wie die statistische Umsetzung von determinierter Potentialität in Realität gelingt, dass Quantenobjekte intentionales Verhalten zeigen, was als Vorstufe von Bewusstsein interpretiert werden kann, und dass die gewöhnlichen Eigenschaften von Materie auf der Ebene von Quantenobjekten verschwinden. Wir betrachten hier beispielhaft das Doppelspaltexperiment mit freien Elektronen. Der schematische Aufbau ist relativ einfach. Zunächst gibt es eine Quelle für Elektronen. Das ist hier die Spitze eines Wolframdrahtes. Und es gibt eine Senke für Elektronen. Das ist eine Detektorplatte, die alle auftreffenden Elektronen registriert und ihre Auftreffpunkte markiert. In Bewegung gesetzt werden die Elektronen durch das Anlegen eines elektrischen Feldes zwischen Quelle und Senke. Das Besondere am Doppelspaltexperiment besteht nun darin, dass die Elektronen auf ihrem Weg von der Quelle zur Senke einen der beiden Spalte passieren müssen, die sich in der Doppelspaltplatte befinden. Entweder fliegen sie durch den einen Spalt oder durch den anderen. Letztlich ergibt sich ein Muster von zwei Linien, die sich genau hinter den beiden Spalten befinden. Ein solches Verhalten kann man in der Tat beobachten, wenn die Elektronen auf ihrem Weg zum Detektor stark gestört werden. Der Grund für eine solche Störung kann zum Beispiel in der Anwesenheit von Luftmolekülen liegen, die mit den Elektronen zusammenprallen. Sorgt man durch ein hohes Vakuum dafür, dass es solche Störungen nicht gibt, dann zeigt sich ein völlig anderes Bild. Dann zeigen sich nicht nur zwei Streifen auf dem Detektor, sondern es entsteht ein komplexes Muster aus vielen Streifen. Wie ist das zu erklären? Jetzt kommt die Stunde der Quantenphänomene, die bereits in den vorausgegangenen Videos besprochen wurden. Beginnen wir mit der Elektronenquelle. Die Elektronen verlassen den Wolframdraht als punktförmige Teilchen. Als solche besitzen sie einen definierten Ort, sowie eine an diesem Ort lokalisierte Masse und Ladung. Somit sind sie ein Teil unserer Realität in Raum und Zeit. Anschließend geht das Elektron in einen hoch evakuierten Raum über, zum Beispiel in den Innenraum eines Elektronenmikroskops. Dieser Raum ist hier gestrichelt markiert. Wegen seines sehr hohen Vakuums kann er als nahezu störungsfrei angenommen werden. Jetzt kommt zum Tragen, dass sich das Quantenobjekt Elektron in ungestörter Umgebung als Wahrscheinlichkeitswelle entfaltet. Aus dem punktförmigen Teilchen wird eine nicht sichtbare, nicht lokale Wahrscheinlichkeitswelle Psi. Das Elektron verschwindet als Teilchen aus der Realität und geht über in Potentialität, in ein Bündel von Möglichkeiten. In diesem Zustand kann es nur noch mathematisch korrekt beschrieben werden. Glücklicherweise gibt es eine Gleichung, die uns darüber Auskunft gibt, wie es sich in dieser nicht realen Situation verhält. Das ist die Schrödinger-Gleichung. Und gemäß dieser Gleichung wissen wir, dass das Elektron sich wie eine Kugelwelle verhält,
die mit der Zeit auseinanderläuft. Allerdings nicht als Materiewelle, sondern als Wahrscheinlichkeitswelle. Was mit der Masse des Elektrons in diesem Zustand geschieht, ist nicht bekannt. Sicher ist nur, dass Masse aus Energieerhaltungsgründen nicht verschwinden kann. Letztlich ist jedoch die fehlende Kenntnis vom Zusammenhang zwischen Wahrscheinlichkeitswelle und Masse bzw. Ladungsverteilung immer noch eins der größten Rätsel der Quantenphysik. Fakt ist jedoch, dass das Elektron als Wahrscheinlichkeitswelle gleichzeitig die beiden Spalte des Doppelspaltes passieren kann. Hinter den beiden Öffnungen erzeugt es dann zwei Teilwellen. Die miteinander interferieren, das heißt sich gegenseitig durchdringen. Bildet man kurz vor dem Auftreffen auf die Detektorplatte das Betragsquadrat der beiden überlagerten Teilwellen, dann ergibt sich die hier grün gezeichnete Wahrscheinlichkeitswelle für die Wahrscheinlichkeitsverteilung für das Elektron. Diese ist folgendermaßen zu interpretieren. Sie gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Elektron an einer bestimmten Position auf dem Detektor auftauchen würde, wenn es denn zu einer Berührung mit dem Detektor kommen sollte. Also hat die Wahrscheinlichkeitsverteilung ein Maximum, dann ist das die bevorzugte Stelle, die bevorzugte Position, an der sich das Elektron auf dem Detektor zeigen kann. Ob es das tut, ist eine ganz andere Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit ist dafür am höchsten. Demgegenüber sind die Nullstellen, diese Minima-Positionen, an denen es sehr unwahrscheinlich ist, dass man an diesen Stellen Elektronen auf dem Detektorschirm finden wird. Tritt nun der Fall ein, dass die Wahrscheinlichkeitswelle den Detektor erreicht, dann bricht der Zustand der Potentialität und mit ihr die Wahrscheinlichkeitsverteilung zusammen. Die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten reduziert sich dann auf nur eine einzige, auf einen einzigen Ort. Und das ist der Übergang in die Realität. Von der Vielfalt der Möglichkeiten geht es über auf eine einzige und verliert die gesamte Information, die es vorher auf seinem Weg von dem Ursprung bis zum Detektor gesammelt hatte. Das Elektron erscheint wieder mit Masse und Ladung als Teilchen an einem definierten Ort. Das ist der Übergang hier in die Realität. Der Ausgangspunkt war ein Teilchen mit Masse, Ladung an einem definierten Ort. Dann ging es über in die Potentialität, in einen nicht sichtbaren Zustand, entfaltete dort sein Interferenzmuster und kehrte nach dem Aufprall auf den Detektor in die Realität zurück. Wo, an welchem Ort sich das Elektron auf dem Detektor niederlässt, ist für den Einzelfall überhaupt nicht vorherzusagen und geschieht völlig zufällig. Das gilt auch für alle folgenden Messungen. Jede Messung an den einzeln nacheinander auftreffenden Elektronen ist dem reinen Zufall überlassen. Es ist nun eines der erstaunlichsten Phänomene der Quantenphysik, dass sich nach vielen tausend Durchläufen auf dem Detektorschirm exakt das berechnete Interferenzmuster einstellt. Also,
das Muster, was sich in der Zustand der Potentialität ausgebildet hatte, wird Punkt für Punkt in Realität übertragen. Wobei jede Einzelmessung völlig zufällig passiert und nicht vorhersagbar ist. Aber das Gesamtergebnis ist exakt vorhersehbar. Es scheint so zu sein, dass jedes Elektron eine Ahnung, ein inneres Wissen davon hat, wo es sich mit welcher Wahrscheinlichkeit platzieren sollte. Es ist so, als spüre jedes Elektron in seinem Innern die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die es mit sich herumträgt. Denn in der Tat treffen die meisten Elektronen genau dort auf den Detektor, wo sich das Maximum ihrer Wahrscheinlichkeitskurve befindet. Nämlich genau an dieser Stelle. Und an den Stellen, wo Minima sind, sieht man hier dunkle Streifen, das heißt Streifen mit einer geringen Wahrscheinlichkeit und mit einer geringen Auftreffquote von Elektronen. Offensichtlich halten sich die Elektronen zwar nicht im Einzelfall, aber doch im statistischen Mittel genau an ihre innere Anweisung. Die Teilchenphysikerin und Philosophin Brigitte Falkenburg deutet dieses Phänomen so: Quantenereignisse verhalten sich so, als würden sie durch eine unsichtbare Hand geleitet oder als folgten sie einem Gesetz ohne Gesetz. Ich interpretiere dieses intentionale Verhalten als ein Indiz für einen ganz rudimentären Beginn von Bewusstsein. Nicht im Sinne des menschlichen Bewusstseins, sondern im Sinn eines inneren Empfindens. Diese Meinung vertritt auch der australische Bewusstseinsforscher David Chalmers, wenn er sagt: Auch das Photon hat eine Art Bewusstsein. Das heißt nicht, dass Photonen intelligent sind oder denken könnten. Es ist nicht so, dass ein Photon Angst hat, weil es denkt: Ah, ich fliege immer nur mit Lichtgeschwindigkeit. Niemals werde ich langsam fliegen und den Duft der Rosen riechen können. Nein, so ist es nicht. Aber die Idee ist, dass Photonen so etwas wie ein rudimentäres, subjektives Gefühl haben, so etwas wie einen primitiven Vorläufer von Bewusstsein. Damit haben wir eine erste wichtige Erkenntnis aus dem Doppelspaltexperiment. Quantenobjekte verhalten sich intentional von innen her gesteuert und daher im Einzelfall von außen unberechenbar. Im statistischen Mittel halten sie sich aber an die ihnen innewohnende Wahrscheinlichkeitsverteilung. Dieses Verhalten lässt sich interpretieren als rudimentäres Protobewusstsein. Ein zweites Fazit des Doppelspaltversuches lautet: Die Tatsache, dass Quantenobjekte Interferenzerscheinungen zeigen, ist ein eindrucksvoller Beweis für die These, dass es neben der sichtbaren materiellen Ebene noch eine weitere nicht materielle, eher geistige Ebene gibt. Oder anders ausgedrückt, die Quantenwelt besitzt eine duale Wirklichkeitsstruktur. Sie besteht aus Realität und Potentialität. Und es ist sogar so, dass die Potentialität kausal vor der Realität steht, in dem Sinn, dass vor jeder Realisierung die konkrete Ermöglichung stehen muss. Diese Erkenntnis hat dramatische Folgen für unser Weltbild. Die uns umgebende Wirklichkeit baut sich nicht von unten nach oben auf, also bottom-up, wie nach einem Lego-Bauplan, sondern top-down, von oben nach unten. Das heißt, erst existiert das Konzept, der Plan in einer geistigen Ebene, dann erfolgt die konkrete Umsetzung. Stück für Stück. Diese Vorgehensweise der Natur ähnelt der platonischen Vorstellung von einem Urbild in der Welt der Ideen, welches umgesetzt wird als Abbild in der Welt der Sinne. Diese Erkenntnis der Quantenphysik
steht im klaren Widerspruch zu den Annahmen der Evolutionstheorie, nach der es in der Evolution keine Zielfunktion gibt und sich alles entsprechend den Prinzipien von Mutation und Selektion von unten nach oben entwickelt haben soll. Es gibt eine weitere wichtige Lehre aus dem Doppelspaltversuch zur Beschaffenheit der Materie. Quantenobjekte besitzen keine Eigenschaften fester Materie. Materie verschwindet. Die Interferenzerscheinungen mit einzelnen Elektronen zeigen, dass sie offenbar mühelos gleichzeitig zwei Spalten durchdringen können. Aufgrund ihrer Wellennatur sind sie nicht hart, sondern sehr flexibel. Dass diese Fähigkeit nicht nur Elementarteilchen zukommt, wie den Elektronen, sondern auch Atomen und ganzen Atomverbänden und damit letztlich jeder Materie, das hat der österreichische Physiker Anton Zeilinger eindrucksvoll mit Fullerenen demonstriert, kugelförmigen Molekülen, bestehend aus 60 Kohlenstoffatomen, ähnlich gebaut wie Fußbälle. Auch solche Gebilde haben letztlich keine feste, sondern nur eine wellenartige Konsistenz. Auch sie bewegen sich gleichzeitig durch zwei Spalten und bilden hinter den Spalten ein Interferenzmuster, wie man hier sehen kann. Das bestätigt die Aussage von Hans-Peter Dürr am Ende des dritten Videos. Da sagte er: Wir haben die Materie immer weiter zerkleinert, um letzten Endes herauszubekommen, dass diese kleinsten Teilchen überhaupt nicht mehr die Eigenschaften von Materie haben, sondern dass die Materie verschwindet. Und er ergänzt: Für mich ist der Kosmos zunächst etwas Geistiges. Der Doppelspaltversuch ist eine wunderbare Demonstration dieser Erkenntnis.